Hallo liebe Leute, Servus zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Wir machen die nächste Training Technik Indoor Session. Wir starten auch gleich. Wichtig ist dabei, wir brauchen dazu wieder eine Kugel und wir brauchen 4 so Plättchen oder wie schon gesagt, entweder nehmen wir Klopapierrollen oder ihr schneidet es aus Karton aus. Hauptsache, wir haben 4 Markierungen. Wir wollen heute mal mit den 2 Tricks starten. Ziehen Fußwechsel zum einen und die Sohlenwende. 2 ganz wichtige Tricks im Fußball. Und wir legen gleich mal gemeinsam los. Wir legen eine der Matten, legen wir sauber hin. Ball einfach daneben. Die anderen Matten brauchen wir jetzt im Moment noch nicht. So, hinlegen. Jetzt. Der Gegner kommt von vorne angegriffen. Dort ist das gegnerische Tor. Ich warte, bis der Gegner wirklich in vollem Tempo auf mich zukommt und versucht, mir den Ball wegzuspitzeln. Dann ziehe ich ihm den Ball mit links, den Ball vor der Nase weg und lege ihm im rechten Fuß sofort vor in Laufrichtung, damit ich schnellstmöglich aufs Tor komme. Dieser Trick ist besonders gut, wenn man zum Beispiel beim Fußball ins Gegenpressing gerät. Also alle Leute, die in der Nähe sind, rennen, flitzen auf einen zu und damit kann man wunderbar den Ball rausziehen aus der Bedrängnis und in den Raum vorlegen, in den man dann hinein möchte. Also nochmal schauen. Wichtig ist bei dem Trick, wir ziehen den Ball mit dem linken Fuß, springen leicht um und legen ihn mit dem rechten sofort nach vorne. Wichtig ist, dass wir dabei unser Gewicht dann in Laufrichtung bringen. Das heißt, dass wir nicht mit dem Gewicht hinten stehen, weil sonst wird der Gegner irgendwie mit der Hand hinkommen, falle ich nach hinten um. Und dass wir den zweiten Fehler, den man machen kann, ist, dass man Schritte macht. Und dazu brauchen wir dann eben zu viel Zeit. Und deswegen versuchen wir es direkt zu machen. Hopp, und beim nächsten gleich nach vorne legen. Dieser Trick heißt, ziehen Fußwechsel. Um den Trick dann wirklich gut zu üben, stellen wir uns hier nochmal die 3 Plättchen nochmal dazu. So, wichtig ist, dass wir den Trick jetzt beidfüßig machen können. Das heißt, nicht nur mit dem linken Fuß, sondern auch mit dem rechten Fuß. Das ist kein fußspezifischer Trick, also für beide Füße wichtig, für jeden Spieler, ob links oder rechts Fuß. Das heißt, der Gegner kommt jetzt von der Seite, ich ziehe ihm den Ball kurz vor der Nase weg und lege ihn mit links vor, um dann schnell aufs Tor zu kommen. Um die beiden Tricks jetzt gut zu üben, haben wir hier diese Hütchenreihe und wir ziehen den Ball jetzt praktisch mit dem linken Fuß zurück, legen ihn direkt mit dem rechten schön weit nach vorne, sodass wir wieder Platz bekommen, ziehen ihn jetzt mit dem rechten zurück und legen ihn mit dem linken vorne. Ziehen, Fußwechsel, ziehen, Fußwechsel, ziehen, Fußwechsel, ziehen, Fußwechsel. Genau, und da schauen wir, dass wir das dann, wenn wir das gut hinbekommen, von der Körperbeherrschung und von der Schwerpunktkontrolle, dann könnt ihr versuchen, das ein bisschen schneller zu machen. Ja, also startet immer langsam. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt das drauf, dann macht ihr das ein bisschen schneller. Genau, und dann wieder zurückgehen. Und immer schauen, dass der Fußwechsel nicht klein ist, weil wenn er zu klein ist, komme ich sozusagen nicht in die nächste Lücke. Und im Spiel muss der Fußwechsel ja auch groß sein, sodass der Gegner praktisch an den Ball nicht rankommt. Also wenn ich es klein mache, ist die Gefahr, dass der Gegner kommt, sehr groß. Wenn ich es groß mache, kommt der Gegner nicht so leicht an den Ball und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich an ihm vorbeikomme. Also versuchen wir es noch mal ein bisschen größer. Ich mache es noch mal ein bisschen langsamer vor. Fußwechsel, 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 Fußwechsel. Gut, ich finde, dass man es schon ganz gut drauf hat. Deswegen versuchen wir da mal eine Reihe möglichst schnell durchzubekommen. Gut, so, jetzt haben wir den Trick Fußwechsel drauf, würde ich sagen, von der Bewegung her. Und jetzt wollen wir noch einen weiteren wichtigen Trick dazu packen. Den nennen wir dann die Sohlenwende. Zeige ich euch auch gleich dazu. Nehmen wir bitte 2 Hütchen raus, die können wir auf die Seite legen. Machen wir den Abstand ein bisschen größer. Und wir starten jetzt, würde ich sagen, mal auf dieser Seite. Und zwar, wir machen den Fußwechsel. Und jetzt laufen wir in diese Richtung. Der Gegner kommt jetzt und holt uns wieder ein. Haben wir gerade ausgespielt. Und jetzt wollen wir die Richtung ändern, weil wir gesehen haben, oh, der kommt relativ schnell, der holt mich ein. Also wende ich jetzt sozusagen die Position, indem ich eine Sohlenwende mache. Die Sohlenwende hat im Vergleich zum Fußwechsel nur einen Kontakt und sie ist nur dazu da, die Richtung zu ändern. Also nicht dazu, der Fußwechsel würde jetzt, Gegner greift mich an, hopp, ich spiele ihn aus und gehe dann praktisch in die Richtung, in die ich wollte. Bei der Sohlenwende kommt der Gegner von hier oder von schräg vorne und hier will ich jetzt praktisch nur die Richtung ändern, um entweder einen Pass auf den Flügel zu spielen oder eine Flanke zu schlagen zum Beispiel. Um die Sohlenwende schön zu zeigen,
heißt, der Gegner kommt jetzt hier von schräg von der Seite oder holt mich von hinten sogar ein. Ich gehe mit dem rechten Fuß drauf und will jetzt die Fahrtrichtung ändern sozusagen. Der Gegner läuft in die Richtung, ich könnte vorher zum Beispiel einen Pass antäuschen, sodass der Gegner versucht, den Ball zu bekommen. Ziehe den Ball jetzt zu meinem Standbein zurück und springe mit dem Rücken nach hinten weg. Und jetzt habe ich die Spielrichtung sozusagen geändert. Um das gut zu üben, einfach hinstellen, den Ball mit dem Fuß drauf, schauen, dass der Abstand wirklich groß ist, den Ball ziehen und gleichzeitig nach hinten springen. Die Füße dürfen dann rechts, links aufspringen. Hopp, tack, tack, um dann wieder loszulaufen, dann den Ball in die andere Richtung zu spielen. Wenn wir das im Stand gut drauf haben, dann können wir das mal im leichten Lauf machen. Das heißt, wir rollen den Ball vor, gehen mit dem Standbein drauf, ziehen den Ball und springen nach hinten um. Genau, wenn wir das dann perfekt können, dann versuchen wir das mal wirklich schneller. Und dann kann man hochlaufen und wieder die Sohlenwende machen. Hochlaufen und wieder die Sohlenwende machen. Hochlaufen und wieder die Sohlenwende machen. Wenn ihr zwischendurch merkt, dass ihr das nicht wirklich hinbekommt, dann geht im Tempo wieder ein bisschen runter und dann führen wir den Ball ganz langsam hoch, steigen mit dem Ball drauf, ziehen den Ball zurück, springen nach hinten weg, lasst ihn laufen. Wieder sauber hinstellen, Standbein drauf, ziehen, nach hinten weg springen. Und das machen wir einfach so lange, bis der Körper ein sehr gutes Gefühl dafür entwickelt hat und dann könnt ihr das wieder ein bisschen schneller machen. Gut, jetzt haben wir praktisch den Fußwechsel drauf, beidfüßig und wir haben die Sohlenwende schon mit dem rechten Fuß drauf. Nachher schauen wir uns die Sohlenwende auch noch mit dem anderen Fuß an. Vorher möchte ich euch aber die Kombination aus beidem zusammen zeigen, was wir hier für eine Übung für euch haben. Und zwar, wir starten mit Fußwechsel, Fußwechsel. Heißt, wir legen den Ball hier hin, machen Fußwechsel, Fußwechsel, führen den Ball nach oben und machen eine Sohlenwende und drehen uns um. Jetzt kommt wieder ein Fußwechsel, nochmal Fußwechsel, Ball nach oben führen, Sohlenwende, wieder umdrehen. Dann machen wir wieder Fußwechsel, Ball nach oben führen, Sohlenwende, Fußwechsel, Ball nach oben führen, Sohlenwende, Fußwechsel, nach oben führen, Sohlenwende, Fußwechsel, Ball nach oben führen, Sohlenwende, Fußwechsel, Fußwechsel, Ball nach oben führen, Sohlenwende, Fußwechsel, Fußwechsel. Okay, ganz wichtig ist, dass wir die Sohlenwende nicht nur mit dem rechten Fuß, sondern auch mit dem linken Fuß beherrschen. Das heißt, wenn der Gegner von der anderen Seite kommt und ich laufe in die Richtung, sollte ich die Sohlenwende auch mit der anderen Seite können. Das heißt, der Gegner kommt von hier und jetzt ziehe ich den Ball rüber, drehe mich, um den Ball dann nach rechts zu spielen. Bedeutet, die Sohlenwende ist nicht fußspezifisch, bedeutet, wir brauchen sie für beide Füße. Anders als ziehen, vorlegen oder ziehen zurück. Jetzt schauen wir uns das nochmal an. Das heißt, wir legen den Ball leicht nach vorne, stellen uns mit dem Fuß drauf, schauen, dass der Abstand wieder groß ist, ziehen den Ball mit der Sohle zum Standbein, springen mit dem Rücken nach hinten weg, hopp, und machen auf, damit ich einen Pass spielen kann. Nochmal kurz im Stand. Also Standbein drauf, Abstand weit, Ball herrollen und gleichzeitig nach hinten wegspringen. Die Landefolge der Füße darf wirklich rechts-links sein. Muss jetzt nicht wieder bei der Schusswende gleichzeitig sein, sondern es darf links-rechts sein. Okay, gut, dann versuchen wir es mal ein bisschen schneller. Heißt, den Ball aus leichtem Lauf und dann Fuß drauf und Sohlenwende ziehen. Genau, nochmal schön langsam, Ball vorlegen, Fuß drauf und nach hinten wegziehen. Wenn ihr dann ein gutes Gefühl habt, dann könnt ihr das mit dem linken Fuß in Dauerschleife machen. Heißt, wir führen den Ball an, hopp, Sohlenwende, führen den Ball an, 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 Sohlenwende. Gut, so, heißt, wir haben uns jetzt alle vier Tricks oder alle zwei Tricks in beiden Richtungen angeschaut. Fußwechsel mit rechts, Fußwechsel mit links, Sohlenwende mit links, Sohlenwende mit rechts. Und jetzt packen wir es in die Übung zusammen. Dazu starte ich nochmal kurz, um es nochmal zu zeigen. Also, wir starten hier, Fußwechsel, Fußwechsel, vorführen, Sohlenwende, Fußwechsel, Fußwechsel, Ball vorführen, Sohlenwende links, Fußwechsel, Fußwechsel. Jetzt kommt Sohlenwende rechts, Fußwechsel,
Fußwechsel vor, Sohlenwende links, Fußwechsel, Fußwechsel. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Üben. Haut rein!